Zwei Teams bereit fürs Derby. Beide Städte ja nur 50 Kilometer voneinander entfernt. Und auch der Zuschauerrekord hier in Bielefeld in der dritten Liga wird gehalten bei diesem Spiel. 26.500 waren es beim letzten Duell im Mai 2013, als eben Bielefeld durch ein 1:0 den Aufstieg perfekt macht. Während die Mannschaften sich aufstellen, haben wir noch mal Gelegenheit, ich denke, auf die Aufstellung zu gucken. Circa 2000 mitgereiste Osnabrücker Fans. Und Arminia Bielefeld heute mit zwei Änderungen in der Startelf. Für den gesperrten Per Kluge spielt Daniel Brinkmann auf der 6 und eben Pascal Destroth, der Mann mit der VfL-Vergangenheit, für den angeschlagenen Christian Müller. Ansonsten stehen die auf dem Platz, die auch unter der Woche das 0:0 in Chemnitz erkämpften. Der VfL Osnabrück mit derselben Startelf, die auch schon gegen Dresdner 0:2 wettmachte und wenigstens einen Punkt sicherte, 2:2. Also beide kommen holprig rein in die Saison. Bielefeld ja wenigstens noch mit einem Sieg am ersten Spieltag, ein glücklicher Sieg beim Aufsteiger Mainz 05-2. Also Reset auf ein neues. Aus Bielefelder Sicht muss heute was her. Die Erwartungshaltung groß, die Euphorie groß. Das sieht man nicht nur aufgrund der 4.200 verkauften Dauerkarten. Und während der Saison wird er noch weiterverkauft. Also es kann sich durchaus noch steigern. Aber alles ist bereitet, auch vom Umfeld, von den Verantwortlichen. Und der Vorstand sagt, die Mannschaft muss jetzt mal liefern. Am besten heute im Derby gegen Osnabrück. Und den macht er ganz, ganz fein. Schiedsrichter guckt, Assistent guckt auch. Alle sind überrascht. Es wird nicht gepfiffen. Nochmal der Augenkontakt. Der Treffer zählt. 1:0 Osnabrück, Iljutschenko. Und wieder hat die Bielefelder Abwehr geschlafen. Auch die Fans, das Tor eigentlich aus dem Nichts. Alexander Schwollo, der steht da, weiß gar nicht, was ihm da geschehen ist. Hat bisher als Stürmer in 22 Spielen kein einziges Tor erzielt. Kopfballstarker Mann hier, das macht er aber super. Wieder ein Stellungsfehler und mit ganz, ganz viel Gefühl, nachdem Julian Börner da falsch steht und die Nummer 13 hier schläft, lässt Iljutschenko laufen. Und keine Chance für Schwollo. Auch von dieser Aktion überrascht war. Steht nicht so weit vom Tor, da muss er stehen. Da kann man so einen Ball eigentlich nicht rechnen. Und das macht er mit ganz, ganz viel Gefühl, muss auch mal sagen. Klasse Tor von Iljutschenko zur Führung für den VfL Osnabrück. Es war ein Versuch des Aufbaus. Daraus wird ein riskanter Rückpass und fast wieder die Balleroberung durch VfL Osnabrück. Nächste Chance, nächstes Tor. Wieder Iljutschenko, wieder ein klasse Tor. Aus einem Einwurf heraus. Die Bielefelder Abwehr, alles andere als drittligareif bisher. Das muss man so deutlich sagen. Wieder ein dicker Fehler. Sie wirken verunsichert. Da aus dem Einwurf heraus und dann wieder nur halbherzig am Mann Julian Börner, kann sich problemlos drehen. Stanislav Iljutschenko, die Kopfballverlängerung von Feldhahn und den macht er wieder perfekt. Zwei Sahnetore von Iljutschenko. Zur Eckfahne läuft einmal diagonal über das ganze Feld, weiß, dass hier die ersten 45 Minuten bald um sind. Vielleicht zumindest noch der Anschlusstreffer vor der Pause. Vierte Ecke, Bielefeld, drei auf Seiten von Osnabrück. Florian Dick,
Lehmann greift daneben. Anschlusstreffer. Er hatte vorhin noch eine große Möglichkeit, vergab sie gemeinsam mit Klos. Und jetzt nach dem dicken Fehler von Frank Lehmann, der da ein Luftloch boxt, sagt es so, Dankeschön, und macht hier das 1:2. Rechts angenommen, links, linker Fuß. Vor dem ersten Pfosten steigt Klos noch hoch, irritiert dadurch. Lehmann nimmt ja ein bisschen die Sicht, vielleicht auch deswegen. Dieser dicke Patzer von Frank Lehmann. Klos vielleicht sogar noch mit dem Haarspitzerball, verändert den Ball nach oben etwas. Deswegen Lehmann mit den großen Schwierigkeiten. Er hat profitiert, der ehemalige Osnabrücker, Pascal Destro. Halbzeit. Pause hier beim Spiel Arminia Bielefeld gegen den VfL Osnabrück. Der VfL führt mit 2:1. Davon gehen wir jetzt mal aus. 5 Minuten legt Peter Sippel oben drauf. Durchaus berechtigt. Es gab einige Unterbrechungen. Einige längere Behandlungen, natürlich eben die vom Torhüter, von Frank Lehmann. 5 Minuten also jetzt noch knapp die Chance für Bielefeld, hier zumindest noch zu punkten. Aber sie kriegen Fabian Klos nicht ins Spiel vorne im 16er. Läuft viel, rackert viel, bietet sich an, aber Osnabrück gut eingestellt auf den langen Kapitän. Bis auf die eine Großchance von 2:2, die er gehabt hat. Keine nennenswerte Torumaktion von Klos. Langer Ball von Hemlein, der ist Stroh aufgestützt. Und natürlich verletzter Boden, Marcel Cancioro. Und auch das kann wieder dauern. Ist es soweit. 1986, ich habe schon zweimal erwähnt, hier der letzte Auswärtssieg des VfL in Bielefeld. Wird heute nachgelegt. Drei Minuten noch. Oh, natürlich gibt es eine gelbe Karte und das war unnötig von Müller. Also, Geld für Christian Große ist klar. Die Spielverzögerung, der Tritt von Müller war völlig unnötig. Eine Frustaktion, aber nicht zu entschuldigen. Gelb für Groß wegen Spielverzögerung, ganz klar. Alles Weitere werden wir sehen. Peter Sippel bislang mit einer sicheren Hand bei diesem Derby, das nicht immer einfach war, hat sofort die gelbe Karte in die Hand genommen. Bespricht sie noch kurz mit dem Assistenten, ich denke, damit auch keine Nummern vertauscht werden, ob auf Nummer sicher gehen. Ja, falls hier ein paar Lippenleser gibt. Also wenn es kommt, korrekt abläuft, muss er sich die 25 holen. So, jetzt war er selber ein bisschen verwirrt. Er zeigt nämlich erst gelb, aber hat er sie vertan, hat sie Salem gezeigt, aber Salem bekommt sie gar nicht. Dann zeigt er rot für Christian Müller, so wie wir es fast erwartet hätten, aufgrund dieser völlig unnötigen Aktion. Wenn er richtig kommt,
korrekt agiert, müsste jetzt noch Christian Groß Gelb bekommen. So haben wir es zumindest gesehen, nicht Salim. Auf jeden Fall der Osnabrücker Spieler, der hier für die Verzögerung gesorgt hat. Gucken wir mal genau hin. Er tritt den Ball weg. Das war für mich die Nummer 25. Nicht Salim, sondern Christian Groß. Also Fakt ist, Christian Müller rot. Das Ganze berechtigt. Dann die gelbe Karte vielleicht dagegen Salim, weil er da noch mitmischt in dem Tumult. Aber ich hätte es ja auch groß gezeigt, weil er eben das Spiel verzögert hat. Aber Fakt ist, Bielefeld jetzt in der Nachspielzeit, wo wahrscheinlich auch noch was draufgelegt wird, in Unterzahl. Alle vorne, langer Ball von Schwollo. Daniel Heuer Fernandes. Also zunächst die Verzögerung von Groß, der den Ball nicht liegen lässt, mitnimmt. Und dann völlig unnötig die Aktion von Müller. Das ist ganz kleine Tätigkeit und die rote Karte geht vollkommen in Ordnung. Und für diesen Schubser bekommt Salim Gelb. Jetzt haben wir es gesehen. Groß scheint ohne Verwarnung davongekommen zu sein. Zeigt dann, Michael Pogis, 5 Minuten sind um. Fragt, was soll das? Warum wird nicht abgepfiffen? Und wenn wir hier die Fingerzeichen richtig deuten, hat Peter Sebel gerade noch mal 2 Minuten um draufgelegt. Ein hitziges, turbulentes Ende. Dann Derby, in dem Osnabrück immer noch mit 2:1 führt. Jetzt bereits in der 6. Minute der Nachspielzeit. Sie hatten die besseren Chancen insgesamt, haben zurückgesteckt in den zweiten 45 Minuten. Bielefeld überlegen, aber mit nicht viel Zwingenden. Die größte Chance noch für Klos. Und jetzt Gelb-Rot Salim, nochmal der nächste Platzverweis. Also man muss sich natürlich an den Kopf fassen, er hat vor 2 Minuten erst Gelb gesehen und jetzt der Schubser. Da gibt es 1000 Gründe, dass er gehen muss. Am besten gleich mal ins hinterste Zimmer und nachdenken. Schubser Nummer 1 vor 4 Minuten ist der Schubser an Striffler völlig korrekt auf diese Entscheidung. Gelb-Rot Salim, der macht natürlich auf Zeit und wenn Striffler seine Linie konsequent weiterzieht, legt er nochmal 1 Minute drauf. Also ein Derby, vor allen Dingen in den Minuten nach der Regelspielzeit mit einem echten Derby-Charakter. Viel Hitzigkeit. In einem Spiel, was insgesamt nicht übermäßig brutal war. Und das jetzt beendet ist, der VfL Osnabrück gewinnt bei Arminia Bielefeld mit 2:1. Die Bielefelder Abwehr geschlafen. Auch die Fans, das Tor eigentlich aus dem Nichts. Alexander Schwollo, der steht da, weiß gar nicht, was ihm da geschehen ist. Hat bisher als Stürmer in 22 Spielen kein einziges Tor erzielt. Kopfballstarker Mann hier, das macht er aber super. Wieder ein Stellungsfehler und mit ganz, ganz viel Gefühl, nachdem Julian Börner da falsch steht und die Nummer 13 hier schläft, lässt Iljutschenko laufen. Und keine Chance für Schwollo. Der auch von dieser Aktion überrascht war, steht nicht so weit vom Tor, da muss er stehen, da kann man so einen Ball eigentlich nicht rechnen. Und das macht er mit ganz, ganz viel Gefühl, muss auch mal sagen. Klasse Tor von Iljutschenko zur Führung für den VfL Osnabrück. Es war ein Versuch des Aufbaus, daraus wird ein riskanter Rückpass und fast wieder die Balleroberung durch VfL Osnabrück. Nächste Chance, nächstes Tor.
Wieder Jutschenko, wieder ein klasse Tor. Aus einem Einwurf heraus. Die Bielefelder Abwehr, alles andere als drittligareif bisher. Das muss man so deutlich sagen. Wieder ein dicker Fehler. Sie wirken verunsichert. Da aus dem Einwurf heraus. Und dann wieder nur halbherzig am Mann Julian Börner. Kann sich problemlos drehen. Stanislav Iljutschenko. Die Kopfballverlängerung von Feldhahn. Und den macht er wieder perfekt. Zwei Sahnetore von Iljutschenko. Zur Eckfahne läuft einmal diagonal übers Ganze. Ja, falls hier ein paar Lippenleser gibt. Also wenn es korrekt abläuft, muss er sich die 25 holen. So, jetzt war er selber ein bisschen verwirrt. Er zeigt nämlich erst gelb, aber hat er sie vertan, hat sie Salem gezeigt, aber Salem bekommt sie gar nicht. Dann zeigt er rot für Christian Müller, so wie wir es fast erwartet hätten, aufgrund dieser völlig unnötigen Aktion. Wenn er richtig korrekt agiert, müsste jetzt noch Christian Groß gelb bekommen. So haben wir es zumindest gesehen, nicht Salem. Auf jeden Fall der Osnabrücker Spieler, der hier für die Verzögerung gesorgt hat. Gucken wir mal genau hin. Er tritt den Ball weg. Das war für mich die Nummer 25. Nicht Salem, sondern Christian Groß. Also Fakt ist, Christian Müller rot. Das Ganze berechtigt. Dann die gelbe Karte vielleicht dagegen Salem, weil er da noch mitmischt in dem Tumult. Aber ich hätte es ja auch groß gezeigt, weil er eben das Spiel verzögert hat. Aber Fakt ist, Bielefeld jetzt in der Nachspielzeit, wo wahrscheinlich auch noch was draufgelegt wird, in Unterzahl. Alle vorne, langer Ball von Schwollo. Daniel Heuer Fernandes. Also zunächst die Verzögerung von Groß, der den Ball nicht liegen lässt, mitnimmt. Und dann völlig unnötig die Aktion von Müller. Das ist ganz kleine Tätigkeit und die rote Karte geht vollkommen in Ordnung. Und für diesen Schubser bekommt Salem gelb. Jetzt haben wir es gesehen. Groß scheint ohne Verwarnung davon gekommen zu sein. Zeit dann, Michael Pogis, 5 Minuten sind um. Fragt, was soll das? Man wird nicht abgepfiffen. Ja, viel bietet sich an, aber Osnabrück gut eingestellt auf den langen Kapitän. Bis auf die eine Großchance von 2:2, die er gehabt hat. Keine nennenswerte Torumaktion von Klos. Von Hemlein, der ist roh, aufgestützt und natürlich verletzt am Boden Marcel Cancioro und auch das kann wieder dauern. Ist es soweit. 1986, ich habe schon zweimal erwähnt, hier der letzte Auswärtssieg des VfL in Bielefeld. Wird heute nachgelegt. Drei Minuten noch. Oh, natürlich gibt es eine gelbe Karte und das war unnötig von Müller. Also, gelb für Christian Große ist klar. Die Spielverzögerung und der Tritt von Müller war völlig unnötig. Eine Frustaktion, aber nicht zu entschuldigen.
Gelb für Groß wegen Spielverzögerung, ganz klar. Alles Weitere werden wir sehen. Peter Sippel bislang mit einer sicheren Hand bei diesem Derby, das nicht immer einfach war. Hat sofort die gelbe Karte in die Hand genommen. Bespricht sie noch kurz mit dem Assistenten. Ich denke, damit auch keine Nummern vertauscht werden, ob auf Nummer sicher gehen. Das ganze Feld weiß, dass hier die ersten 45 Minuten bald um sind. Vielleicht zumindest noch der Anschlusstreffer vor der Pause. Vierte Ecke, Bielefeld. Drei auf Seiten von Osnabrück. Florian Dick. Lehmann greift daneben. Anschlusstreffer. Er hatte vorhin noch eine große Möglichkeit, vergab sie gemeinsam mit Klos. Und jetzt nach dem dicken Fehler von Frank Lehmann, der da ein Luftloch boxt, sagt es so, Dankeschön, und macht hier das 1:2. Rechts angenommen, links, linker Fuß. Vor dem ersten Pfosten steigt Klose hoch, irritiert dadurch. Lehmann nimmt ja ein bisschen die Sicht, vielleicht auch deswegen. Dieser dicke Patzer von Frank Lehmann. Los, vielleicht sogar noch mit dem Haarspitzerball, verändert den Ball nach oben etwas, deswegen Lehmann mit den großen Schwierigkeiten. Er hat profitiert, der ehemalige Osnabrücker, Pascal Destro. Halbzeit. Pause hier beim Spiel Arminia Bielefeld gegen den VfL Osnabrück. Der VfL führt mit 2:1. Davon gehen wir jetzt mal aus. 5 Minuten legt Peter Sippel oben drauf. Durchaus berechtigt. Es gab einige Unterbrechungen, einige längere Behandlungen, natürlich eben die vom Torhüter, von Frank Lehmann. 5 Minuten also jetzt noch knapp die Chance für Bielefeld, hier zumindest noch zu punkten. Aber sie kriegen Fabian Klos nicht ins Spiel vorne im 16er. Läuft viel Rad. Zwei Teams bereit fürs Derby. Beide Städte ja nur 50 Kilometer voneinander entfernt. Und auch der Zuschauerrekord hier in Bielefeld der dritten Liga wird gehalten bei diesem Spiel. 26.500 waren es beim letzten Duell im Mai 2013, als eben Bielefeld durch ein 1:0 den Aufstieg perfekt macht. Während die Mannschaften sich aufstellen, haben wir jetzt nochmal Gelegenheit, ich denke, auf die Aufstellung zu gucken. Circa 2000 mitgereiste Osnabrücker Fans und Arminia Bielefeld heute mit 2 Änderungen in der Startelf. Für den gesperrten Per Kluge spielt Daniel Brinkmann auf der 6 und dem Pascal Destroth, der Mann mit der VfL-Vergangenheit, für den angeschlagenen Christian Müller. Ansonsten stehen die auf dem Platz, die auch unter der Woche das 0:0 in Chemnitz erkämpften. Der VfL Osnabrück mit derselben Startelf, die auch schon gegen Dresdner 0:2 wettmachte und wenigstens einen Punkt sicherte, 2:2. Also beide kommen holprig rein in die Saison. Bielefeld ja wenigstens noch mit einem Sieg am ersten Spieltag, einen glücklichen Sieg beim Aufsteiger Mainz 05-2. Also Reset auf ein neues. Aus Bielefelder Sicht muss heute was her. Die Erwartungshaltung groß, die Euphorie groß. Das sieht man nicht nur aufgrund der 4.200 verkauften Dauerkarten und während der Saison wird er noch weiter verkauft, also es kann sich durchaus noch steigern. Aber alles ist bereitet, auch vom Umfeld, von den Verantwortlichen, und der Vorstand sagt, die Mannschaft muss jetzt mal liefern, am besten heute im Derby gegen Osnabrück.
Und den macht er ganz, ganz fein. Schiedsrichter guckt, Assistent guckt auch. Alle sind überrascht. Es wird nicht gepfiffen. Nochmal der Augenkontakt. Der Treffer zählt. 1-0 Osnabrück, Iljutschenko. Und wieder